wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Sonntag und ich mache mich gerade schon mal ein bisschen fertig. Ihr habt es gerade gesehen, wir hatten gestern einen so wunderschönen Abend noch. Meine beste Freundin war da, die ist ja vor einer Weile ausgewandert und ist jetzt im Moment noch mal kurz hier in Deutschland, um einige Sachen zu klären. Und ich dachte mir, es wäre doch ganz schön, wenn sie einmal zum Grillen vorbeikommt. Sie war mit ihrem Mann da und wir hatten einfach einen echt schönen, gemütlichen Abend. Und es tut so gut, einfach Dinge zu tun, auf die man Lust hat und die man sonst im Alltag nicht so macht. Wir hatten ja im letzten Vlog schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass es natürlich bei uns im Alltag immer sehr, ich will nicht sagen hektisch, aber es ist ja schon sehr routiniert und es ist immer nicht so viel Zeit für Aktivitäten mit Freunden oder generell Aktivitäten außerhalb von Arbeit. Und es war umso schöner, wirklich ein komplettes Wochenende einfach mal Dinge zu tun, auf die man Lust hat. Gut, Freitag, Samstag, so heute Sonntag, wir machen heute weiter, als wäre schon Montag. Denn diese Woche wird für mich recht spannend. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger geworden bin, weil ich einfach so, so viele verschiedene Dinge zu erledigen habe, noch hinter den Kulissen. Es ist ja wieder Sommer und wir wissen, was es heißt. Wenn es Sommer wird und Maxim sich ein bisschen zurückzieht, dann könnte es passieren, dass eventuell demnächst wieder eine komplette Kollektion in der Drogerie steht. Und diese Zeit ist ganz bald. Und demnach muss ich natürlich einige Sachen vorbereiten und möchte einfach die Überraschung der Produkte auch noch so ein bisschen aufrechterhalten. Und ich muss diese Woche die gesamten Content-Pieces, also die ganzen Videos produzieren, die TikToks, die Reels, die YouTube-Videos, wobei das Launch-Video, das drehe ich erst Ende der Woche vielleicht. Aber gerade diese ganzen Kurzform-Videos. Ne, da gibt es ja wirklich viele Videos, die gepostet werden sollen. Viele Produkte, die da sind, die natürlich auch ein komplettes eigenes Video verdient haben. Und das möchte ich diese Woche machen. Und da ich noch nicht weiß, wie der Vlog von letztem Sonntag bei euch angekommen ist, dachte ich, mache ich einfach trotzdem mal weiter, weil es mir gerade im Moment wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und mir nochmal, ich will nicht sagen, eine Aufgabe gibt, aber so ein bisschen mich begleitet und mir das sehr, sehr gut tut. Und ich möchte ja Dinge tun, die mir gut tun. Und vielleicht tut es euch auch mit gut. Ich werde mich jetzt einmal schnell ein bisschen fertig machen. Ich habe schon ein bisschen an der Eye Corrector damit drauf gemacht. Ihr seht heute keine neuen Produkte. Muss immer noch so ein bisschen gucken, dass die Überraschung nicht kaputt ist, weil es diesmal wirklich, ich glaube, ich sage das jedes Jahr, aber man verändert sich ja auch mit der Zeit. Und ich habe dieses Jahr einfach so viele neue Dinge ausprobiert mit den Produkten, dass ich da wirklich sehr, 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 sehr stolz bin und ich mich wirklich freue, wenn sie dann endlich da sind. Und wir haben ganz viele neue Formulierungen ausprobiert und wir haben ganz viele neue Produkte rausgesucht und das sind auch teilweise Produkte, die schon für die letzte Kollektion geplant waren, aber noch nicht perfekt genug waren. Und ihr wisst es, so eine Vorarbeit einer solchen Kollektion ist natürlich immer sehr, sehr lang und demnach hat es jetzt auch teilweise sogar fast 2 Jahre gedauert. Wir haben diese Kollektion nämlich schon angefangen, ihr seht hier schon die ersten Infos, angefangen zu planen, bevor die letzte überhaupt rauskam. Also ich glaube, einen Monat bevor die letzte rausgekommen ist, saßen wir schon am Konzept für die jetzige. Und das ist natürlich, ich glaube, das sieht man dann am Ende der Produkte immer nicht so, wenn es so, dass es so lange dauert. Aber so sind die Zeiten, die das Ganze braucht, bis das endlich fertig ist. Und das ist natürlich eine schön spannende Aufgabe. Ich habe schon ein bisschen Foundation drauf. Ich probiere ja gerade. Ich habe mir auch vorgenommen, weniger Produkte für mich zu kaufen, beziehungsweise ich möchte einfach Dinge leer machen. Und ich habe, erinnert euch noch an diese Foundation, Sensai, die wird mit Sicherheit schon seit vielen Monaten abgelaufen sein. Ich habe sie aber probiert an einem Tag und ich habe sie noch gut vertragen. Also ich habe keine Unregelmäßigkeiten in meiner Haut gemerkt und die funktioniert sehr, sehr gut. Empfehle ich euch trotzdem nicht, es zu machen, außer ihr probiert es aus, vielleicht an einem Tag, wo ihr nicht ganz so perfekt sein müsst. Hat gut funktioniert, die mache ich jetzt leer, ist jetzt auch nicht mehr viel mit drin, aber ich mag die ganz gerne. Luminous Sheer Foundation, die wird so ein bisschen matt, hat eine sehr leichte Deckkraft, wobei so leicht ist sie eigentlich gar nicht und die hält sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass ich so ein bisschen überlegen muss, wie möchte ich mit dem Content weitermachen. Ich habe in den letzten Monaten gesehen, dass, und ich kann es total verstehen, also ich würde da niemals jemandem Vorwurf machen, sowieso nicht, dass die Videos natürlich nicht mehr so
ankommen, wie sie vielleicht vor 2 Jahren angekommen sind. Ich kann euch auch ganz genau sagen, woran es liegt, weil wir uns einfach alle weiterentwickelt haben. Und ich glaube, wenn man selber so ein bisschen in seiner Routine gefangen ist, dann kommt das auch in den Videos rüber. Natürlich machen wir hier Beauty weiter, ne? Also darum geht es gar nicht. Aber einfach so ein bisschen Veränderung. Wobei ich dann auch gesehen habe, beispielsweise das Haushaltsvideo, was ich gemacht habe mit Haushaltsfavoriten, wie wenig Leute das dann am Ende interessiert hat. Auf der anderen Seite, wenn es 10.000 Leuten gefällt, sind es immer noch 10.000 Leute, denen es gefällt. Ich probiere jetzt einfach so ein paar verschiedene neue Dinge aus. Ich lasse mich auch ganz viel inspirieren von verschiedenen Mäusen, die auch diese Transition gemacht haben von diesem super fokussierten Beauty-Content zu einem mehr begleitet mich doch einfach auf meinem Weg. Ich glaube, das wollen auch viele sehen. Ich meine, ich werde jetzt bald 30, ich bin verheiratet. Es hat sich so vieles in den letzten, 3 Jahren, würde ich sagen, verändert. Und für mich fühlt es sich aber immer noch so an, als wäre ich in meinem Beauty-Content von 2020 gefangen. Könnt ihr mir so ein bisschen folgen? Und mir fehlt so ein bisschen diese stetige Veränderung und die kommt nicht automatisch. Also du musst sie schon so ein bisschen initiieren und einfach was dafür tun, dass das passiert. Und wenn das nicht automatisch passiert, dann machen wir es halt selber. Ich habe ganz vergessen, euch zu sagen, was das für ein ganz, ganz tolles Getränk war. Wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, ich war neulich irgendwo in einem Hotel und da gab es das. Und ich fand das so lecker. Ich muss dazu sagen, wenn ich was trinke, dann eigentlich nur alle 7 Monate so ungefähr. Ich vertrage halt einfach nichts, aber das war eine ganz kleine Portion. Es war so lecker. Es war ein Limoncello Spritz. Und Aperol Spritz ist ja gerade das Ding. Ich kann Aperol nicht. muss ich euch kurz erzählen. Mein leiblicher Vater lebt ja in Italien und hat dort ein Restaurant. Und das gibt dort in Sizilien ist so ein Aperitif, ist San Bitter. Das ist in diesen kleinen orangenen Fläschchen und das sah halt immer so super lecker aus und irgendwann, da war ich noch recht klein, habe ich mir so eine Flasche genommen, heimlich geöffnet und ausgetrunken und dann musste ich, es war ganz schlimm, weil das natürlich bitter war, das ist so ein Konzentrat gewesen und es war so schlimm, seitdem bin ich raus bei bitter und Aperol ist mir persönlich auch so ein bisschen zu bitter, aber dieser Limoncello Spritz war ziemlich, ziemlich gut. Ich hatte euch neulich von diesem Gericht hier erzählt. Es ist so ein bisschen in die Shakshuka-Richtung. Total einfach. Frühlingszwiebeln klein schneiden, Sucuk, wenn ihr mögt, Pilze und dann ein bisschen passierte Tomaten rein, können auch stückige sein. Und dann wirklich 10, 15 Minuten aufkochen. Letztes Mal hatte ich auch noch Mais drin, das war super lecker. Und dann kommt das Ei rein und dann bestimmt 5 Minuten nicht rühren, dass es so ein bisschen stockt und dann ganz, ganz langsam umrühren. In der Zeit toaste ich dann irgendwie ein Roggenbrot, mache mir noch so ein paar kleine Microgreens drauf. Das ist so, so lecker. Und danach bist du satt bis mittags. Ich weiß, wie es bei euch ist, aber Wäsche waschen im Sommer ist mir das liebste Tatsache. Einfach rausstellen, man ist draußen, die Wäsche trocknet so schnell. Wobei, ich muss dazu sagen, wir hatten das, glaube ich, letztes Jahr gemacht oder dieses Jahr. Da habe ich euch so einen kleinen Hack gezeigt im Winter. Aber es muss wirklich bitter, bitter kalt sein, die Wäsche rauszustellen. Also am besten so minus 2-3 Grad. Es darf nicht über 0 sein, weil durch das Einfrieren wird die Wäsche auch trocknen und dann riecht die so richtig, richtig lecker nach Winter. Wir wollen aber nicht über den Winter reden, sondern wir machen jetzt einmal die Wäsche. Ich mache euch mal einen Schnelldurchlauf. Dann ist das Ganze ein bisschen schöner. Aber bei dem Wetter ist mir Hausarbeit ehrlich gesagt auch das Liebste. Wenn wir schon dabei sind. Wir sind ja alle ungefähr im selben Alter oder älter. Wir sind auf jeden Fall, die meisten von uns hier sind erwachsen. Wir haben alle einen eigenen Haushalt. Ich finde es immer total schön zu lesen, wenn wir uns gegenseitig Tipps geben können. Habt ihr irgendwelche Tipps für die Wäsche? Irgendwelche Superhacks, wie die Wäsche ganz besonders toll riecht oder wie die Wäsche ganz besonders sauber wird? Ein Trick, das ist kein Trick, den ich euch mitgeben kann, falls ihr noch jung seid und gerade euren ersten Haushalt habt, trennt die Wäsche. Ich weiß, ist nervig, ich weiß, es sind 2 Maschinen, aber die Wäsche sieht besser aus. Vielleicht habt ihr noch einen effektiveren Trick, dann schreibt mir den doch gerne einmal. Ganz kurz. Stand ich nicht gerade noch in der knallen Sonne? Auf einmal stockeduster geworden, die Wolken sind so dunkel geworden. Ich sage euch, wie es ist,
In 4 Minuten regnet es. Und die Wäsche stand genau 3 Minuten draußen und ich habe noch nicht fertig aufgehängt. Das hat, also dieser Sommer macht mich. Was ist das denn jetzt? Es sieht da hinten halt auch nicht besser aus, ne? Hallo, Vorsicht, nicht erschrecken. Ich habe völlig vergessen, dass ich euch mal zeigen wollte, so ein Teil meiner Sunday Skincare Reset Routine. Und ich bin gerade dabei und während ich die Hälfte meines Gesichts gemacht habe, fiel es mir auf. Ich mache nämlich gerade dieses Derma-Planning. Also ich rasiere mir eigentlich die Härchen außer mein Bart. Und es sieht halt immer nicht so ästhetisch aus, ne? Aber ihr wollt Real Life. So sieht's halt bei uns aus im Moment. Ich benutze das hier total gerne dafür. Elemis Superfood Facial Oil. Damit die Klinge recht gut gleitet. Und das trage ich mir auf. Ich sehe im Moment ganz oft, dass viele einfach, wie heißt das, Trockenshampoo ins Gesicht sprühen. Lasst es bitte sein. Das ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Nehmt einfach ein gutes Öl. Und dann braucht ihr so einen Augenbrauenrasierer. Jedes Mal einen neuen. Im Idealfall sogar 2 verschiedene für euer Gesicht, damit die Klinge wirklich scharf bleibt. Und dann nicht so, sondern wirklich glatt an der Haut entlang. Wir wollen ja nicht die Haut rasieren, also wir wollen ja nicht die Haut wegmachen, sondern wir wollen nur diesen Flaum. Und ihr seht es schon, dieses kleine Würstchen, was da kommt, das ist alles so dieser Flaum im Gesicht. Wir machen es nochmal hier. Hier habe ich es nämlich noch nicht gemacht. Darf ein bisschen Übung, aber ihr seht sofort, ne? Also es kommt einiges runter und ich sag's euch, wie es ist. Das Make-up sieht einfach so viel schöner aus. Die Haut sieht so glänzend aus, frisch, gesund und strahlend. Man muss sich immer ein bisschen konzentrieren, aber es sieht halt einfach nicht schön aus, ne? Aber das, ich mache das nicht einmal die Woche, meistens alle 2 bis 3 Wochen ungefähr. Je nachdem, wie ich es schaffe. Manchmal habe ich das Problem, dass ich es auch nicht vertrage. Und wenn ich irgendwie eine wichtige Veranstaltung am Montag meistens habe, dann mache ich es natürlich nicht am Sonntag, sondern lasse meine Haut dann auch immer so ein bisschen Zeit. Man kann dann hier die Augenbrauen noch so ein bisschen formen. Ich gehe dann meistens auch nochmal hier so ein bisschen an den Ohren lang und habe einfach super, super viel abbekommen. Ich wasche das jetzt ab und dann mache ich eine Maske mit drauf. Also sonntags mache ich wirklich so ein Skincare Reset Day. Wenn ihr wollt, machen wir dazu nochmal ein extra Video. Aber ich wollte euch diesen Schritt einmal nochmal hier schnell mit reinbringen, weil heute auch für mich Sonntag ist. So, die Bauarbeiten gehen los. Heute ist Montag. Es ist recht früh. Es ist kurz nach 7. Ihr seht es schon. Hier ist ein ganz gravierender Unterschied. Wir haben ja den Weg hier komplett im April machen lassen. Und jetzt geht's weiter mit diesem Bereich hier. Hier geht's dann hoch zum Haus. Hier stehen die Mülltonnen. Und dann haben wir hier so ein paar Stufen, die sollen alle weg, dass es hier so ein bisschen abschüssig wird. Und hier seht ihr schon, da geht's dann hoch und hier steht keine Leiter, aber hier geht's halt hinten rum ums Haus. Wir hätten uns dann so eine Poolleiter, ich kann nicht so weit hochfilmen, so eine Poolleiter geholt, dass man ein bisschen einfacher rauskommt und hochkommt vor allen Dingen. Deswegen wird hier dann eine Treppe hingebaut. Ich bin gespannt, wie lange es diesmal dauert. Letztes Mal hat das Ganze, ja, 3 Wochen gedauert, aber es ist sehr, sehr schön geworden. Auch hier geht es jetzt endlich weiter. Ich glaube, ihr könnt das hier sehen. Das ist vor, ich glaube im Februar ist das passiert, als hier komplett Wasser aus der Decke kam. Und wir wussten nicht, woher. Wir wissen bis heute nicht, woher es kommt. Wir vermuten, dass durch den Frost hier irgendwas in dem Rohr kaputt gegangen ist. Und das Wasser dann hier so rauslief. Und heute wird das Ganze begonnen zu reparieren. Also diese Garage hier, es sieht einfach immer schmutzig und immer kramig aus, aber es hätte keinen Sinn gemacht, hier anzufangen, die Garage umzubauen oder überhaupt auszubauen, solange das hier oben nicht repariert worden wäre. Das heißt also, oben werden, glaube ich, 8 Fliesen rausgenommen, dann kommt hier endlich mal ein vernünftiges Rohr hin. Das ist ja nur so ein dünnes Rohr mit einem dicken Abfluss, der dann da aus der Wand geht. Das ist nämlich der Terrassenabfluss, der
hier durchläuft. Und dann können wir hier die Garage machen. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass mein großer Wunsch ist, dass aus dieser Garage eine nutzbare Fläche wird. Und hier ist es jetzt auch eine nutzbare Fläche. Sie ist aber einfach nur kramig und schmutzig. Ich möchte hier gerne Schränke drin haben, dass man hier so eine kleine Hauswirtschaftsstation haben kann, so ein Lager. Ich meine, ihr seht hier hinten, da steht das Bügeleisen. Da stehen Flaschen von unseren Freunden, die am Wochenende hier waren zum Grillen, weil wir einfach keine Möglichkeit haben, das irgendwo hinzustellen oder unterzubringen, dass es halt nicht irgendwo im Wohnbereich ist. Und wenn hier Schränke sind, dann kann man das da verstauen, kann Leergut da einbringen, kann das Bügelbrett da mit reinbauen und so ein bisschen Ordnung schaffen. Und vor allen Dingen ein neuer Boden, weil der ist ja auch, na gut, das ist jetzt nicht der schönste. Ich bin sehr gespannt, wie lange es dauert und wie viel geschafft wird. Der Weg hat letzte Mal recht lange gedauert, da war das Problem aber auch, dass es war noch teilweise sehr, sehr kalt, es war sehr, sehr nass. Es machte dann auch keinen Sinn, bei strömenden Regen den Weg rauszunehmen. Dann haben wir ja eine neue Hecke bekommen, die erst rausgemacht werden musste. Und wir mussten lange warten, bis sie geliefert wurde. Deswegen bin ich großer Hoffnung, dass es dieses Mal deutlich, deutlich schneller geht. Ich habe auch eben schon ein bisschen gedreht, weil es natürlich dann immer super, super laut wird und man einfach nicht regulär arbeiten kann. Und das hindert mich gerade so ein bisschen, gerade in dieser Woche, weil jetzt für mich die Hochphase des Jahres beginnt durch den Launch der neuen Kollektion. Und da muss ich natürlich viel vorbereiten, muss zur Ruhe kommen und den Content strukturiert aufbauen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn der Vorschlaghammer 10 Meter von dem Studio entfernt ist. Wir kriegen das aber alles hin und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ich bin heute irgendwie auch so ein bisschen nicht demotiviert, aber ich bin gerade wieder in so einem kleinen Tief, weil ich habe heute ein Video gesehen von einer Creatorin, die so ein bisschen über die Beauty-Industrie gesprochen hat. Ich dachte mir so, du hast eigentlich so, so recht. Guten Morgen. Ich hatte gerade so einen kleinen Aha-Moment, den ich gerne mit euch teilen würde. Es ist schon einen Tag später als das, was ihr gestern gesehen habt. Der Weg ist übrigens super, super schön geworden, aber ich hatte gerade so einen kleinen Moment und den möchte ich gerne auf der Kamera festhalten. Gestern ging es mir wieder nicht gut. Nicht gut, in Anführungszeichen. Ich hatte gestern irgendwie, ja, nicht schlechte Laune, aber ich war so down. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und mir ging es gut. Und ich sag euch auch, woran ich glaube, dass es liegt. Ich glaube, dass ich in meinem Alltag überlastet bin und unterfordert. Und dieser große Clash zusammen bringt meinen Kopf einfach völlig durcheinander. Gestern war ein recht ruhiger Tag. Ich bin früh aufgestanden, habe einen Teil der neuen Kampagne gedreht und hatte richtig, richtig Spaß dabei. Und dann war ich um 11 war ich fertig. Ich war fertig, ich hatte nichts mehr auf dem Zettel, was ich hätte unbedingt tun müssen und habe mich dann kurz hingesetzt, habe die Videos geschnitten und dann ging's los. Ich hatte schlechte Laune. Ich war so. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte ich keine Aufgabe im Leben. Ganz übertrieben, ne? Aber ich hatte einfach keine Aufgabe mehr und ich wusste auch nichts mehr mit mir anzufangen. Und wenn du um 11 fertig bist mit den wichtigen Sachen, und ich habe ja dann nicht den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen und PlayStation gespielt oder so, sondern ich habe dann immer probiert, irgendwas zu machen, aber so diese Grundbeschäftigung hat mir gefehlt gestern. Und heute bin ich aufgewacht und es ging mir besser. Weil ich wusste, was heute alles ansteht und wie viele tolle Sachen heute anstehen. Und es ist jetzt zwar 7.30 Uhr, ich bin schon seit 2 Stunden am Film, ich habe schon ein Interview 1 gemacht, ich habe das letzte Video für die neue Kollektion gedreht, ich habe mich jetzt vorbereitet auf das nächste Interview, ich nehme ja heute noch einen Podcast mit auf, vielleicht ist es schon online gegangen, ich glaube noch nicht. Wir sind nominiert für den Bunte Beauty Award in der Kategorie Social Media, das ist natürlich eine tolle Sache und da gibt es ein Podcast, ein Interview, eine Kampagne in der Zeitung, in der Bunten. Also recht viele Dinge. Und da ist mir eben aufgefallen, das ist ja genau das, was ich immer wollte. Ich wollte ja immer genau dieses Leben haben. Und jetzt, wo es da ist, überfordert mich das so ein bisschen. Und ich muss, glaube ich, manchmal so ein bisschen diesen Weg zwischen diesem Maxim-Giacomo-Leben und dem Maxim-Leben hinkriegen. Und das fällt mir sehr, sehr oft schwer, gerade wenn so große Sprünge sind. Letzte Woche Konzert, wir waren unterwegs, Events, Reisen, Content, Videos, Interviews und dann zack, ist vorbei und dann Wochenende und dann ist man Maxim und dann, also wisst ihr, was ich meine? Dieser Sprung zwischen diesen beiden, nicht Rollen, aber diesen zwei verschiedenen Lebensrealitäten, der fällt mir sehr, sehr schwer und ich muss gucken, dass ich den so ein bisschen ausgeglichener kriege. Ich weiß zwar noch nicht wie, vielleicht habt ihr da Tipps, dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare, aber
Ich habe zumindest, glaube ich, das Problem erkannt. Ich habe mir gestern Bücher bestellt. Ich habe nämlich gestern dann, ich habe gestern dann dieser Phase, wo mich auch alles genervt hat und mich gelangweilt hat, habe ich gedacht, was könntest du tun, dass du deinen Kopf auch ein bisschen vom Bildschirm wegkriegst? Weil meine Bildschirmzeit, glaube ich, ungefähr bei 9 Stunden irgendwas am Tag. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, Freunde. Wenn du so ein kleines Display und zwei kleine Mäuseaugen hast, die die ganze Zeit auf dem Display schauen, das ist einfach nicht gut. Aber ich habe das Problem. Vielleicht gibt es auch ein anderes Problem, aber das ist jetzt erstmal das Problem, mit dem ich am einfachsten, glaube ich, leben kann. Ich muss mich jetzt weiter fertig machen. Gleich kommt noch mal unser Gartenfreund, der nimmt mit uns den Weg ab. Der ist so wunderschön geworden. Ihr glaubt es nicht. Es sieht einfach so viel hochwertiger und moderner aus. Ich zeige euch jetzt mal hier ein Bild. Ich blende euch das ein, wie es vorher aussah. Oben links, als wir eingezogen sind im ersten Winter, ne, da war ja noch alles voll mit so kaputten, halb kaputten Sträuchern und dieser furchtbare Weg. Und dann ein paar Monate später haben wir dann die Büsche rausnehmen lassen und Rasen gepflanzt und das sah auch schon gut aus. Aber wenn man jetzt den Sprung zwischen dem ersten und dem letzten Bild sieht, wow, ein ganz anderer Vorgarten, richtig, richtig schön, macht mich richtig stolz. Das haben wir echt gut hinbekommen und ist natürlich auch einfach viel, 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 viel moderner. Ich zeige euch das gleich nochmal draußen. Okay. Abschminken kann ich mich noch nicht. Ich drehe jetzt noch ein YouTube-Video, wenn ich schon hier so gestriegelt und gebügelt, heißt das so, sitze. Frühstücken tue ich jetzt auch noch was. Und dann geht's los. Heute gute Laune. Ich muss mich auch manchmal daran erinnern, einfach, es gibt nichts, was mich jetzt unglücklich machen würde. Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Ich muss einfach lernen, Dinge etwas entspannter zu sehen. Mensch, heute ist ja wirklich eine Menge los. Oh! Weiß nicht, ob ich da kurz was blurren muss. Hier ist eine Menge los heute. Ich hole gerade meine Softbox rüber ins Büro, denn wir nehmen ja jetzt gleich den Podcast mit der Bunten auf. Und da das Ganze gefilmt wird, also es ist auch ein Videopodcast und wir haben einen Fotografen mit dabei, ist ganz spannend. Ich weiß noch nicht, wie sie es machen wollen. Baue ich jetzt hier mal ein bisschen Licht auf, weil das Licht hier ist nicht ganz so optimal für eine Podcast-Aufnahme oder eine Videopodcast-Aufnahme. Das baue ich jetzt auch noch mal schnell auf. Ich habe ehrlich gesagt auch noch eine halbe Stunde Zeit, weil ich noch schnell ein Video gedreht habe und ein Passfoto gemacht habe. Das wollte ich euch noch erzählen. Ich habe von meiner Mutter, die hat mir eine App gezeigt. Schreibe euch hin, wie sie heißt. Da kann man Passfotos machen und die checken das vorab schon. Also du kannst es entweder mit deinem iPhone, ich habe natürlich mit der Kamera gemacht, dass ich gutes Licht hatte, aber mein letztes Passbild einfach so, so furchtbar war. Und das ist richtig, richtig gut geworden. Ich zeige euch das mal. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Man kann das gleich einreichen und das wird manuell von einem Menschen geprüft. Ich habe dieses Bild eingereicht und daraushin hat die App dann das hier gemacht. Also perfekt für ein Passbild. Richtig, richtig gut. Ich bin gespannt. Das wird jetzt geprüft und dann geben Sie mir Bescheid im Laufe des Tages und dann wird das auch gleich verschickt, wenn man möchte. Oder du kannst es dir dann auch selber ausdrucken. Aber ich habe keine Lust, dann da noch die Fotos ausdrucken zu gehen. Deswegen habe ich die bestellt. Ich baue jetzt einmal hier flott auf und dann schauen wir mal, wie das Setup hier aussieht. So, der Strom sollte an sein. Aha, perfekt. Dann kann ich hier das gleich hier einmal aufstellen. Dann brauche ich noch was, um den Laptop ein bisschen höher zu kriegen. Das Mikrofon. Das Mikrofon muss vor mir stehen. Richtig professionell hier einfach ein Karton. Aber wisst ihr, so hat es früher angefangen. Ich habe ja bei meinem Onkel gewohnt, als ich die ersten Videos gedreht habe. Und da stand auch das iPhone auf verschiedenen Büchern und Kartons. Und ja, ich würde sagen, back to the roots. Hier habe ich eben auch noch schnell das Video geschnitten. Das kann jetzt zu. Das lade ich jetzt einmal flott hoch. Hier kann ich euch noch kurz zeigen. Ich habe mir hier von Leger von Lena Gerke das Body Spray
und das Parfum geholt. Das Body Spray mag ich total gern. Das Parfum mag ich ehrlich gesagt nicht so. Das riecht ganz einfach. Aber das hier, ich sprühe halt sowas immer einfach gerne in den Raum rein. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen hin und her geschoben, aber ich muss sagen, so gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Man soll natürlich nicht so viel im Hintergrund sehen, sondern der Fokus soll auf mir liegen. Ich hoffe, dass es mit dem Mikrofon hier vorne völlig in Ordnung ist. Die Aufnahme hat an sich gut geklappt. Der Hall ist ein bisschen groß. Ich mache jetzt gleich noch mal die Türen hier auf und schaue, ob es besser ist. Zieh mich einmal um, weil so kann ich dann natürlich nicht hingehen. Und dann geht es los. Ich werde natürlich nicht mitfilmen, während ich den Podcast filme, beziehungsweise werde ich nicht den Ton mitfilmen, aber falls es schon online ist, verlinke ich es euch. Wenn nicht, schaut ihr unbedingt in der Story vorbei. Da seht ihr es dann. Es sind mittlerweile einige Tage vergangen, aber ich wollte euch nochmal kurz abholen zu der Podcast-Aufnahme. Überraschung, es war keine Videoaufnahme. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gedacht habe. Ich glaube, irgendjemand hat es mir gesagt. Ist aber auch überhaupt nicht so schlimm. Es sind schon ein paar Tage jetzt vergangen und ich dachte mir, wir machen hier jetzt schon mal einen Cut, damit diese Woche beendet ist. Eine ganz tolle Sache ist online gegangen und zwar habt ihr bei Instagram schon den Teaser gesehen zur neuen Kollektion, die nächste bzw. übernächste Woche rauskommt. Am Donnerstag, also jetzt kommende Woche, ist das Launch-Event hier in Berlin und ich bin ganz aufgeregt und freue mich riesig drüber. Und weil ich einen harten Cut haben möchte zur neuen Kollektion, dachte ich mir, beenden wir den Vlog auch an dieser Stelle. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht wieder und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Freude wie ich. Nächste Woche wird wirklich spannend, weil der Vlog wahrscheinlich auch ein bisschen länger wieder wird. Wir müssen uns vorbereiten, wir haben noch einen Kosmetiktermin, wir haben noch einige Pressetermine vorher, das Event steht ja auch noch an und dann kommt die Kollektion in der Woche darauf schon raus. Also es passieren noch einige spannende Dinge und ich freue mich, wenn ihr dann mit dabei seid. Passt auf euch auf, genießt den Sonntag noch, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.